In diesem Video erfährst du, wie man in dem Videoschnittprogramm Shotcut einen Titel einfügt. Dazu musst du zuerst eine neue Videospur in der Zeitachse hinzufügen. Gehe mit der Maus in der Zeitachse zu dem grauen Feld V1 und mache einen Klick mit der rechten Maustaste. Klicke auf Spurbearbeitung und dann auf Videospur hinzufügen. Jetzt hast du eine zweite Videospur, auf welcher du gleich deinen Titel einfügen kannst. Klicke dazu mit der Maus auf Andere öffnen und wähle Text aus. Klicke in das schwarze Feld, um deinen Titel einzutippen. Klicke anschließend auf OK. Nun kannst du noch die Farbe deines Textes ändern, sowie die Schriftart und die Schriftgröße. Klicke anschließend mit der linken Maustaste in das Textfeld und ziehe den Text mit gedrückter Maustaste in Videospur 2 an die gewünschte Stelle. Du kannst die Position des Textes verändern, indem du den grauen Punkt in dem Textfeld mit der Maus an die gewünschte Position ziehst. Die Dauer des Titels kannst du in der Zeitachse anpassen, indem du mit der Maus den Anfang oder das Ende des Clips nach links oder rechts verschiebst. Jetzt hast du deinen ersten Text erstellt und kannst dir das Ergebnis anschauen.